So Leute, da bin ich wieder und mein Cursor ist riesig geworden. Wir sind jetzt so groß. Wo sind alle meine Einstellungen hier, hä? Na, das haut noch hin. Okay. Ja, ich war gesoftlockt, ich musste das Spiel neu starten. Nice. Ich hoffe, es hat gespeichert. Ja, aber immer wenn oben das Symbol speichert, doch, wurde mir gesagt. Okay. Ich habe eine Axt auf jeden Fall ausgerüstet. Sind die Bänke platziert oder nicht? Ja, sind sie. Okay, es hat gespeichert, alles gut. Zumindest wird regelmäßig gespeichert. Falls sich das Spiel softlockt, sieht es so aus, als wäre es nicht der Weltuntergang. Schön, dich zu sehen, Sebastian. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Bro, ich habe die Bänke platziert. Es ist mir eigentlich egal, wo die Bänke aufsteht, solange die stehen. Bro, hä? Die Bänke stehen. Oder zählt das nicht als Stadtzentrum? Ich beweg die nochmal. Okay, stellen wir sie einfach mal hier hin. Was ist das Stadtzentrum hier, oder nicht? Okay. Zu dicht. Ich muss die Maus nehmen, damit ich das besser auslotsen kann. So, bitteschön. Sieht das aus, als hätte der Typ einen Kaffee, aber naja. Fabelhaft. Ah ja. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Stadt jetzt viel schöner aussieht. Du kannst so viel verändern, wie du möchtest. Hier sieht schon seit Jahren alles gleich aus. Ein paar Renovierungen können also nicht schaden. Danke, Sebastian. Komm wieder, wenn du Zeit hast. Ich habe noch andere Ideen zur Verbesserung der Stadt. Ich habe Zeit. Hey, Sebastian, hast du schon mit Oma gesprochen? Sie wollte mit dir irgendwas besprechen. Das ist eine Sie? Oh, shit. Ich dachte, das ist ein Kerl. Oh, hallo! Ha? Gut, die Kamera glitscht wohl manchmal auch in Objekte. Magst du Katzen? Ich mag Katzen. Magst du Katzen? Ich mag Katzen lieber als so manche Leute. Ah, da kenne ich Leute, denen geht das auch so. Ich fahre in letzter Zeit total auf Kochbücher ab. Vor allem auf solchen, denen es ums Backen geht. Ich frage mich, wie einseitig die Dialoge in dem Spiel sind. Ich hoffe nicht zu sehr. Aber ich habe da schon ein bisschen die Befürchtung, dass das in diese einseitige Richtung geht. Aber lassen wir uns überraschen. Oh, Sebastian. Moos sagt du, dass du dabei hilfst, die Stadt aufzumöbeln. Das ist gut, denke ich. Wir könnten mehr Besucher gebrauchen. Ich könnte auf jeden Fall mehr Kunden brauchen. Geld regiert die Welt. Man weiß ja nie, vielleicht bleiben ja ein paar Leute hier, wenn der Ort schön genug ist. Also, ich hatte da eine Idee. Wir haben einen richtig tollen Strand hier. Er war bei den Anglern sehr beliebt. In den letzten Monaten wurden jedoch ein Haufen Müll und Algen angespült und niemand hat sich darum gekümmert. Meinst du, du könntest den Müll dort einsammeln und zurückbringen? Ich kann ihn zusammen mit dem Abfall hier wegwerfen. Mache ich. Danke, Sebastian. Was sollen wir sonst machen? Hallo, tschüssi. Ich meine, das Gute ist, dass es noch ein Early Access ist und wenn man genug Feedback gibt, dass Dialoge und so fehlen, dann kann sowas ja noch nachgepatcht werden. Also, ja, bewegen. Ah, in den Rucksack. Wo kann ich den nicht einfach so einsammeln? Na gut, dann mache ich das halt so. Das geht ziemlich easy von der Hand, muss ich sagen. So. Ich meine, wäre auch okay, wenn ich nur einen Knopf bräuchte, um das einzusammeln, aber ja. Ist okay. Ist nicht so nervig wie Crafting in Animal Crossing. Ja. Reden wir nicht darüber, in Animal Crossing New Horizons Fischbaits zu craften. Wie heißt das auf Deutsch gerade? Fischfutter? Ich glaube, Blockfutter. Weiß ich gerade nicht genau, wie es heißt. Wo man sich jedes Item einzeln herstellen muss. Das ist so nervig. So, wir haben unsere Aufgabe erfolgreich bewältigt. Wir haben Müll vom Strand gesammelt, wir alten Müllsammler. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, Leute. Hallo. Hast du den Müll und die Eigenmittel in den Strand geholt? Vielleicht nicht.
Stell sicher, dass du nichts übersiehst. Als ob ich jetzt irgendwo eine Alge übersehen habe. Gehen wir nochmal zum Strand. Dubidu wapu wapu wap. Ich zoome an mein Ass. Dubidu. Ich wink dir zu. Schubidu. Ich zoome jetzt raus, damit ich hier jede Alge sehe. Ich hoffe, die Quest ist nicht geglitscht. Bitte glitschen sie. Ach, klar. Jetzt habe ich hier aber alles, oder? Geh nochmal das Steg lang, um auch sicher zu gehen. Nicht, dass hier am Steg nochmal Müllberg liegt. Nope, okay. Dann gehen wir auf entspannte Basis wieder zurück. Ich hoffe, es wird noch geedet, dass man seine Fußabdrücke im Sand sieht. Das wäre ziemlich cool. Das ist gerade noch ein Detail, was mir auffällt, was mir hier gerade fehlt. Hier sind so viele Schmetterlinge. Warum habe ich keinen fucking Casher, Mann? Und damit meine ich nicht die Sängerin. Huch. Also wo spawne ich denn hier immer? Ah, das scheint alles zu sein. Danke, Sebastian. Ich werde darüber nachdenken. Wobei ich sonst noch Hilfe brauchen könnte. Gut. Hast du schon was? Oh, Sebastian. Sally hat sich nach dir erkundigt. Geh am besten rüber in ihre Werkstatt und frag nach, was sie wollte. Mache ich. Sally, was willst du? Die Musik ist angenehm. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich vielleicht mit der Uhrzeit ändert oder so, oder ob das noch kommt, das Feature. Aber sie ist, so wie sie gerade ist, ist sie auf jeden Fall nicht störend. Man kann sie sich länger geben, ohne dass man verzweifelt. Warum dreht er sich so komisch? Okay. Oh, hey Sebastian! Perfektes Timing! Ich schätze, du wirst keine Zeit haben, mir bei etwas zu helfen, oder? Klar doch. Klasse! Sorry, dass ich wieder nerve, aber könntest du mir noch ein paar Holzscheite besorgen? Ich bin gerade mitten in einem Entwurf und ich weiß, wenn ich rausgehe, lasse ich mich ablenken. Bringst du mir 15 Holzscheite, mache ich. Du bist Gold wert. Also, was habe ich gerade getan? Achso, der hat vergessen, was er getan hat. Ich dachte gerade, der fragt mich das. Ich wollte gerade sagen, aber woher soll ich das denn wissen? Aber ja. Wie lege ich die denn? Wie kann ich die denn einfach ausrüsten? Das ist jetzt die Frage. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Egal. Alter, der ist draußen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu HokoLive. Mann, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, das war jetzt ein weirder Cut. Das war wirklich ein weirder Cut. Ich bin mit meinem Fuß an das Kabel gekommen, was hinten an meinem PC ist, und dann ging er aus. Schau mal, war das Kabel locker. Es ist noch nie so viel schief gegangen in einer Aufnahme wie in der letzten. Aber heute wird alles besser. Hallöchen. Ich habe den anders gesprochen. Ach, shit. Nein, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wollten Holz sammeln. Sammle 15 Holzscheite. Falls ihr euch fragt, die Aufnahme ist nicht am selben Tag, es ist jetzt quasi einen Tag später für mich. Ein Patch kam raus, der unter anderem ein paar Probleme behoben hat in der Übersetzung. Also es sollten jetzt weniger Texte fehlen. Also Missing German Translation sollte weniger geworden sein. Ja, schauen wir mal. Haben wir 15 Holz? Wie viel haben wir? 14. Okay. Wie kann ich jetzt die Axt quick ausrüsten? So nicht. Ich hasse dieses Menü, das geht nicht weg, außer ich nehme die Maus scheinbar. Alter, mit dem will ich reden. Hallo. Hallo. Hey Sebastian. Ich glaube, ich werde später Käfer jagen. Da gibt es ein paar Knifflige, die ich noch nicht fangen konnte. Aber ich glaube, heute ist es soweit. Das glaube ich auch. Der hier ist mir jetzt schon sympathisch. Power, du bist cool. Was ist denn das hier? Braune Blätter. Haja. Ich habe keine Ahnung, wie ich die scheiß Axt quick ausrüste. Ist okay. Ja, das ist eine interessante Animation. Oh, Hilfe. Mann, ich wünsche, wir hätten eine Angel. Ach, falls ihr euch fragt,
Ich nehme das wieder zurück, mit dass wir es nur eine Stunde spielen werden. Ich werde so 10 Folgen lang spielen und dann gucken wir mal. Wenn ich dann noch Lust habe, dann hängen wir vielleicht noch mal ein paar ran. Haha, haha, perfekt. Oh, oh. Möchtest du dich am Anfertigen von Dingen versuchen? Ich wollte diese Holzscheite selbst zu Brettern verarbeiten, aber ich bin gerade mitten in was auch immer ich getan habe. Du kannst da drüben bei der Werkstätte vor dem Ofen arbeiten. Ich brauche 5 Bretter, glaube ich. Okay, wir haben den vergesslichsten Schreiner der Welt. Bretter. 5. Oh, wow. Das hast du prima gemacht. Hast du das schon einmal gemacht? Hahaha. Die sind perfekt. Danke, Sebastian. Vielleicht brauche ich später nochmal Hilfe. Also komm vorbei, wenn du Zeit hast. Das war's schon. Brauchst du Hilfe? Hey. Ich war gerade auf dem Weg, ein paar Bäumchen zu pflanzen. Ich brauche eine Menge Holz, wenn ich Sachen baue. Und nun, wenn wir die Bäume nicht ersetzen, bleiben keine übrig. Willst du mir helfen? Na klar. Sehr gut, okay. Ach ja, ich habe die Schaufel verloren. Nicht so toll, mit deinen Händen zu graben, also besorgen wir dir eine Schaufel. Irgendwo habe ich Bauanleitungen. Einfache Schaufel. Bitte sehr. Vielleicht sind ein paar Ressourcen in diesen Anleitungen, die du noch nicht hast. Was? Sprich mit Maus, falls du was brauchst. Mach ich. Oh, oh. Und besorg auch ein paar Samen. Okay. Die sind auch wichtig, glaube ich. Ahaha. Ich glaube ja, meine Setzlinge, aber ja. Baumsamen, warum auch nicht? Die guten alten Baumsamen, wer kennt sie nicht? Nadelbaumsamen. Bro, Nadelbaumsamen. Das sind doch, normalerweise sind das doch Setzlinge. Du pflanzt doch nicht die Samen von Bäumen in den Boden. Holzbretter 3. Stein 1. Okay. Kann ich mit der Axt... Wie rüste ich die Axt im... Ach, dass ich immer die falsche Taste drücke. Kann ich denn die Axt schnell ausrüsten? Okay, das ablegen. Trifft den Stein. Okay, scheinbar geht's nicht. Oh, ah, Baumsamen. Okay, merke. Gegen Bäumchen hacken bringt Baumsamen. Was habe ich hier getroffen? Nichts? Oh, doch, das Holz. Es hat einen komischen Sound von sich gegeben. Alles klar, das ist ja toll. Hallo, Bäume. Danke. Können wir uns jetzt schon die Schaufel erstellen? Wir müssten doch... Ach nee, uns fehlt der Stein. Kriegen wir einen Stein her? Kann ich den kaufen gehen? Gehen wir zu Moss, in der Hoffnung, dass mein Spiel diesmal nicht freezen wird, wie beim letzten Mal. Die ist mir jetzt irgendwie schon nicht sympathisch. Ich mag ihr Design nicht. Tut mir leid für diesen Charakter, aber ja. Bro, hast du Steine im Angebot? Typ? Danke. Ah, Sebastian. Was kann ich für dich tun? Schaufel. Schaufel, Mann! Dir fehlen wohl ein paar Ressourcen, was? Lass mal sehen. So, das sollte reichen, schätze ich. Sonst noch was? Samen. Oh, willst du ein paar Bäume pflanzen? Okay, dann schauen wir mal. Hier, bitte, da hast du ein paar Samen. Es war eine gute Idee von Sally, noch ein paar mehr zu pflanzen. Das könnte dem Ansehen der Stadt ein wenig helfen. Danke. Sehr gerne, Jungspund. Jo, unser Charakter ist kein Mann der vielen Worte, wie es scheint. Schaufel, Ressourcen, danke. Ich glaube, wir sollten mal ein Roboter werden oder so. Ja, er kommt halt straight auf den Point, muss man halt mal so sehen, ne? Hier wird nicht viel um den heißen Brei herumgeredet. Da ist direkt die Action am Start, am Stizzle-Diddle. Bro, was nochmal? Ich muss nochmal hier reingehen. Guck dir mal den Spawn an. Ich gehe in das fucking Haus. Okay, gerade eben stand ich hier aus irgendwelchen Gründen. Willkommen zurück, Sebastian.
Hast du von Moss alles bekommen, was du brauchst? Ich hab die Sachen. Super. Na dann, worauf wartest du noch? Die Schaufel baut sich nicht von allein. Hahaha. Mann, bist du lustig. Entwerfen. Hey, was machst du da? Es wäre mir sehr recht, wenn du meine Sachen nicht anfassen würdest, okay? Ich will nicht, dass du dir wehtust. Gut, dann müssen wir... Wie stelle ich die Schaufel? Da kann ich einfach im Inventar craften, oder? Holzbretter. Oh, wir brauchen Holzbretter. Die muss ich aber hier craften. Ah, ich kann beides hier craften. Okay. Zack. Hä? Ich dachte, wir hätten ein Brett. Hä? Ach so, wir brauchen mehr Holzscheite. Oh, shit. Gehen wir noch ein paar Holzscheite collecten. Okay, wie rüstet sich die verdammte Axt aus? Nein, ich möchte das jetzt rausfinden. Was ist... Nein, nein. Hä? Ach, das ist sortieren. Nein. Wie... Axt? Ah, Moment. Oh, das ist wie in Animal Crossing. Ich kann nach oben drücken und dann habe ich ein Quick-Menü. Wie geil ist das denn? Oh, okay, das macht so einiges logischer alles. Okay, cool. Cool, cool, das gefällt mir. Top. Das gibt einen Daumen nach oben. Das finde ich gut. Willkommen zurück, Sebastian. Hast du von Moss alles bekommen? Ja, ich weiß nicht, warum ich nochmal mit dir rede, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte die Schaufel herstellen. Holzbretter einmal. Und Schaufel. Haha. Okay. Kann ich jetzt seine Bude auseinandernehmen? Gut gemacht. Die Schaufel ist tipptopp, würde ich sagen. Geh da raus und seh diese herrlichen Samen. Ja, that's what she said. Quick-Menü, einfach Schaufel. Ja, Brudi, ist aber nicht so viel Platz. Wenn ich hier noch überall Bäume hinstelle, dann haben wir bald einen Urwald. Aber okay. Wie viel soll ich denn überhaupt hinstellen? Okay, hier haben wir noch einen Meter. Okay. Ich dachte, das Loch müsste... Oh, was ist das denn? Lehm. Hä? Droppe ich hier immer wieder was? Okay, die Lehmfarm habe ich schon mal gefunden, Leute. Okay, was ist mit dir, Brudi? Oh, ein Regenwurm. Direkt mal einsammeln. Würden die Leute mich für seltsam halten, wenn ich im Morgenmantel durch die Stadt laufe? Es ist so gemütlich. Poa, ich mag dich. Du bist super. Du bist mein Favorite Character bis jetzt. Was nicht schwer ist, wir hatten noch nicht viel. Pock, wir haben Baum gepflanzt. Okay, reicht das? Wir haben genug getan für die Umwelt an dieser Stelle. Ein Baum. Gut gemacht. Die Schaufel ist tipptopp, würde ich sagen. Geh da raus und seh die herrlichen Sachen. Okay, ich muss scheinbar alle pflanzen oder so. Ja, machen wir einfach noch mehr. Falsches Menü. Kann ich auch einfach so? Oh, ne. Okay, die Bäume brauchen doch bestimmt immer ein Feld frei, oder nicht? Ich kann die doch nicht, oder? Gehen die da ein? Wie in Animal Crossing, wenn ich die dicht an dicht mache. Probieren wir es aus. Klar will ich noch Bäumchen hin haben. Und Samen. Zack. Zack. Wir bauen hier eine richtig schöne Wand von Bäumen. Die ich dann alle niederholzen kann für Bretter. So wie das ist im Leben. So, hallo. Hey, was geht? Bäume erledigt. Ich meine, ich bin mir sicher, in dieser Textbox wäre Platz gewesen, um zu schreiben, ich habe die Bäume eingepflanzt oder so. Aber man kann auch einfach stumpf sagen, Bäume erledigt. Großartig. Kann es kaum erwarten, dass diese kleinen Kerle zu großen Bäumen heranwachsen. Mehr Holz für meine Kreation. Und du weißt schon, es sieht auch nett aus. Ja gut, es wird eine Wand voll Bäume, wenn es klappt. Hey, danke, dass du all diese winzigen neuen Bäume für mich gepflanzt hast. Warst du schon bei Moss, um zu sehen, ob er neue Ideen zur Verbesserung der Stadt hat? Nein, war ich nicht. Wandern wir doch mal dahin. Übrigens, als Schulklasse haben wir damals Bäume gepflanzt in einem Wald. Ja, wir haben Nadelbäume gepflanzt. Das war recht... Ja, naja, recht okay. Zumindest hatten wir keine Schule an dem Tag, also... Ja,
und haben was für die Umwelt getan.